Hallo Birgit, grüß dich. Hallo Flo. Ich habe gehört, du hast einen ganz tollen Blog, Freude und Glück. Und ich glaube, das große Thema ist Nachhaltigkeit. Und da gibt es ja ganz viele Überschneidungen zu uns. Ja, genau. Ich habe einen Familienblog und schreibe über das bewusste Familienleben mit Kind. Es geht ganz viel über Nachhaltigkeit, aber auch über Einfachheit. Und über das Thema Nachhaltigkeit bin ich eben auch zum Thema Lebensmittelverschwendung gekommen. Und deswegen bin ich heute da. Ja, zu dem Thema, mir hat gleich was eingefallen. Und zwar haben wir einen, gestern ist überblieben, einen Salatkopf. Und aus dem machen wir einen Salatcreme. Mhm. Brauchen wir dann nur im heißen Wasser. Werden wir die Salatblätter, die normalerweise überbleiben, da keiner mag und die alle zu schön ausschauen und sonst weggeschmissen werden, aus dem machen wir die Salatcreme. Wenn man Händel haben hat, dann kann man das drinnen geben. Die inneren Blätter werden nicht dann für den Salat verwendet. So. Kommen nur ganz kurz ins heiße Wasser, schrecken es dann gleich im Kalten ab. Und ich verwende aber immer eigentlich gleich das Wasser dazu, um die Gemüseschalen, die sind uns auch gestern überblieben, gleich zu verwenden und Gemüsefond oder Gemüsesuppe draus zu machen. Das mache ich bei mir eigentlich genauso. Wirklich? Ja. Dann bitte sehr, kannst du das gleich übernehmen? Ja, gerne. Also ich hebe eben auch alle alten Schalen auf oder zum Beispiel eben alle grünen Spitzen oder zum Beispiel von den Karotten, das Karottengrün, und schmeiße das dann einfach ins heiße Wasser und mache daraus meine Gemüsesuppe. Ja, und dann gebe ich auch noch Gewürze dazu, vielleicht auch eine Zwiebel. Auf jeden Fall immer Pfeffer und ein Lorbeerblatt. Ja, und wenn andere Gewürze und Kräuter dabei sind, dann nehme ich davon auch gleich was. Ja, die würde ich vielleicht sogar eher ein bisschen später reingeben, weil wenn man es erst kurz vor Ende der Garungszeit hineinschmeißt, sind auch viel mehr Aromen und viel mehr Aromastoffe noch drinnen. Okay, so mache ich das eigentlich immer mit dem Salz, dass ich das ganz am Schluss reinschmeiße, weil das Gericht dann viel weniger salzig ist. Ja, und auch beim Salz ist das Gleiche, die Mineralien und so bleiben mehr erhalten. Und wenn du auch Kräutersalz verwendest, dann ist auch wieder die Aromastoffe auch von den Kräutern wieder besser dabei. Okay. Ja, jetzt drehe ich dann einfach nur noch zurück, dass es nur eigentlich so zieht. Und mindestens 20 Minuten muss man so die Gemüsereste schon ziehen lassen. Und ja, kann man aber auch länger, 45 bis eine Stunde, dann hat man ein bisschen mehr Geschmack. Ja, währenddessen werde ich gleich die Salatcreme fertig machen. Nehmen wir diese ausgedrückten Blätter, ein Löffel Sauerrahm dazu. So, ein bisschen mal am Hausessig. Ein wenig Leindotteröl. Ein bisschen Salz. Und mixen das Ganze. So, die Salatcreme ist dann gleich fertig. Die füllen wir einfach am besten in ein Glas. Dann kann man perfekt so einen Schafkäse dazu verwenden. Und so kann man einfach wirklich die Salatblätter einfach nochmal verwerten. Und was kann man mit dem auch machen, was die Kinder essen? Ja, da kann man vorstellen, dass man so Gemüsesticks vielleicht schneidet oder ein paar Apfelsticks und das zum Eintauchen verwendet. Dann kann man es für die Kinder genauso gut verwenden. Okay. Ich glaube, die Suppe ist dann ja schon fertig. Okay, na, die werde ich jetzt abseihen. Und da ist mir aber gestern noch ein bisschen Emmerreis und ein Händel geblieben. Das schneiden wir auch gleich dazu. Ja, ich finde es total wichtig, dass man alles wirklich verarbeitet bis zum letzten Rest. Es ist richtig eine Freude, wenn man alles verwenden kann und dass nichts überbleibt. Das macht mir echt Spaß. Ich versuche es eben auch immer, dass nichts überbleibt, aber es ist manchmal nicht so einfach. Gerade im Familienalltag, wo man dann zwischendurch mal wieder was kauft. Ich versuche mich dann eben an ganz einfache Leitlinien zu halten. Zum Beispiel, dass ich immer eine Einkaufsplanung mache, dass ich immer eine Einkaufsliste dabei habe, nicht hungrig spontan Käufe mache. Dass ich zum Beispiel alles, was ich neu kaufe, nicht ganz vorne in den Eiskasten einordne, sondern hinten. Ja, da gibt es eigentlich ein paar Kniffe, die man so beachten kann, und dann erspart man sich schon einiges. Und da haben wir einen Garten auch ein bisschen, wo man selber was anbaut, dass die Kinder vielleicht einen Zugang finden, wo es herkommt und wo das Ganze angebaut wird. Ja, genau. Wir haben einen Garten bei der Oma sozusagen. Wir selber wohnen in einer Wohnung ohne Balkon oder so. Aber wir gehen oft zu Oma, und mir ist das total wichtig, dass die Kinder eben so ein bisschen lernen, wo kommt das Essen her. Wie viel Arbeit ist das eigentlich, einen Paradeiser aufzuziehen, zu pflanzen, sich um den zu kümmern, ihn zu gießen, vor Schädlingen zu bewahren. Und das sieht man dann erst, also das ist wahnsinnig viel Arbeit. Das ist nicht so einfach, dass man das Gemüse einfach aus dem Supermarkt kauft und man hat es. Auf das muss man gut aufpassen, das ist viel wert, da braucht man Respekt davor. Und das möchte ich den Kindern so irgendwie gerne mitgeben. Und wenn man weiß, was herkommt, dann schmeckt es sogar noch besser. Das stimmt.
So, super, noch ein bisschen salzen. Und ich glaube, dann können wir schon unsere gemeinsame Suppe verkosten. Guten Appetit. Danke, Mahlzeit.